herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Adventskalender der lieben Doreen. Und zwar Türchen 7 bis 12. Und ich zeige euch jetzt wieder die Türchen, mache die mit euch nach und nach auf. Und würde einfach sagen, ich starte einfach mal direkt durch. Falls ihr Türchen 1 bis 6 verpasst habt, verlinke ich euch das einmal gerade in der Infokarte. Dann könnt ihr da gerne reinschauen. Und natürlich findet ihr auch Doreens Kanal und auch ihr Video dazu in der Infobox. Also schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Und ich würde einfach sagen, ich öffne jetzt Türchen Nummer 7, beziehungsweise ja, Tütchen Nummer 7 mit euch. Fühlt sich an wie eine Kerze, würde ich sagen. Oder? Ja. Hier ist einmal wieder so ein Knusperriegel drin in Vollmilch. Das war auch in den ersten Türchen schon einmal drin. Und dann wieder zwei Tees. Einmal Herzkirsche und mediterrane Pfirsich. Dann einmal hier diese Tropi Frutti. Da muss ich sagen, die mag ich nicht. Ich mag diese Konsistenz von denen nicht, aber da wird sich mein Vater definitiv drüber freuen. Und einmal hier ein Rittersport in Joghurt. Das ist auch mit meine liebste Sorte tatsächlich. Da freue ich mich auch sehr drüber. Und dann habe ich hier eine Haarmaske Intensivpflege mit Vanilleduft und Mandelöl. Ich mag die sehr, sehr gern vom Duft her und bin ich auf jeden Fall sehr froh drum, dass ich die jetzt nochmal habe. Ich werde die, denke ich, zu einzelnen Shampoos verwenden, die ich da habe. Das ist hier eben für beanspruchtes und geschältes Haar. Und das sind, glaube ich, 200 ml. Genau, 200 ml. Die ist auch vegan. Ich werde die jetzt mal öffnen, um dran zu schnuppern. Aber im Normalfall müsste mir der Duft sehr, sehr gut gefallen. Ja, der Duft ist sehr, sehr angenehm, sehr schön. Mag ich sehr, sehr gerne. Werde ich auf jeden Fall verwenden. Geht bei mir auch recht schnell leer, denn die ist recht flüssig. Aber ich mag die wirklich sehr gerne. Ich mag auch den Duft eben von der Serie Vanille Mandel richtig schön. Und das ist eben einmal jetzt Türchen Nummer 7. Türchen Nummer 8. Hier ist einmal ein Knoppers drin. Mag ich auch sehr, sehr gern. Und einmal wieder der mediterrane Pfirsichtee. Und dann von TT Sept Loslassen, Roter Mohn und Kornblume. Das ist ein Badezusatz und das hört sich sehr interessant an. Kenne ich tatsächlich so gar nicht. Mein Rückzugsort steht hier noch drauf. Badekonzentrat 125 ml. So wird dann auf jeden Fall ewig reichen, denn ich verwende so Badesachen ja immer nur für die Füße. Und da braucht man halt dann einfach nicht so viel, weil das halt sehr konzentriert ist. Ich werde jetzt mal dran riechen, ob es mir gefällt vom Duft her. Also das, was ich jetzt rausriechen kann, riecht sehr angenehm. Ich habe leider ein bisschen eine verschnupfte Nase tatsächlich momentan. Aber das, was ich rausriechen kann, riecht wirklich sehr, sehr angenehm und sehr sanft. Nicht so übertrieben blumig. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf und werde ich auf jeden Fall testen. Und die TTZ-Produkte sind auch recht teuer. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Werde ich definitiv ausprobieren. Also passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Vom Duft her auch. Gefällt es mir auch gut. Bin ich sehr gespannt drauf. Türchen Nummer 9. Hier ist einmal drin von, ich glaube, die ist von Action, kann das sein? Big Fun Bubblegum Moisturizing Boost. Eine Maske. Also entweder soll die so aufbubbeln oder hier steht, die Bubblegum Maske mit Melonenextrakt ist reich an hochwertigen Lipiden. Aloe Vera beruhigt, Pantenol hydratisiert und unterstützt die natürliche Regeneration ihrer Haut. Anwendung, tragen Sie eine dicke Schicht auf Ihr gereinigtes Gesicht auf, lassen Sie die Partien um Ihre Augen, Ihren Mund und den Haaransatz frei und können Sie 15 bis 20 Minuten ganz entspannt genießen. Massieren Sie die Maske nochmal gründlich ein und reinigen Sie dann Ihr Gesicht mit lauem Wasser. Nur zur äußerlichen Anwendung, nicht zum Verzehr geeignet. Und das sind zwei Anwendungen und es sind je 2x 8 ml drin. Kenne ich so tatsächlich gar nicht, habe ich noch nie gesehen, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann ist hier ein Badezusatz drin und zwar von Isana, Badesalz Traumzeit mit Lavendelöl und Vanilleextrakt. Das mag ich sehr, sehr gerne, das hatte ich auch schon öfters. Ich mag ja so, ja, Lavendeldüfte sehr gern. Nicht immer, aber der Duft gefällt mir sehr, sehr gut und da freue ich mich dann auch schon drauf. Und dann ist hier nochmal eine Maske drin und zwar von Garnier, Skin Active Hydro Boost oder Hydra Boost Tuchmaske. Intensiv feuchtigkeitsspendend und beruhigend für trockene und sensible Haut und das ist meine liebste mit Kamillenextrakt. Hyaluronsäure und feuchtigkeitsspendendem Serum. Das ist meine liebste Tuchmaske von Garnier. Sehr, sehr cool.
Dann ist hier noch eine Lippenpflege drin. Dieses Mal ist der hier mit Jojobaöl und ja, ist eben auch von Action. Ist auch ganz normal weiß. Und riecht auch sehr angenehm. Ja, also der gefällt mir auf jeden Fall auch. Dann habe ich hier wieder zwei Tees. Einmal Macaron und einmal Herzkirsche. Und dann einmal hier wieder eine Knusperweiße von Chateau. Wenn man das so ausspricht, ich glaube ja. Und das sind 40 Gramm. Und das war eben heute wieder recht viel im Türchen Nummer 9. Türchen Nummer 10. Hier sind einmal wieder zwei Tees drin. Einmal Herzkirsche und einmal Macaron. Dann haben wir eine kleine Rolle, Prinzenrolle Milchschatz. Kenne ich gar nicht. Und dann haben wir hier einmal eine kleine Pflegecreme von Isana mit Pfirsichduft. Hört sich sehr gut an, die habe ich gar nicht gesehen. Aber ich schaue auch selten mal in Bodylotions bei Rossmann, muss ich ehrlich sein. Dann hier einmal eine Handcreme, New York Handcreme. Sieht sehr schön aus, ich weiß nicht, woher die ist. Mit Shea Butter und Aloe Vera. Ja, hört sich gut an, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und dann hier nochmal zwei Masken. Einmal eine Peel-Off-Maske Glitter Glow Glamour Boost. Muss ich ausprobieren. Eine Peel-Off-Maske mit Glitzer muss normalerweise funktionieren bei mir. Ich hatte erst so ein bisschen Angst wegen dem Glitzer, aber wenn es eine Peel-Off-Maske ist, müsste es normalerweise funktionieren. Und einmal Little Mademoiselle Macaron, auch eine Peel-Off-Maske. Sweetness Boost, bin ich auf jeden Fall gespannt, werde ich alle auf jeden Fall testen. Wenn mir die nicht gefallen sollten, werde ich halt dann jeweils die zweite Anwendung weitergeben. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich kenne noch die Handcreme gar nicht. Ich will jetzt mal dran riechen. Ich rieche mal an der Handcreme. Oh ja, die riecht ganz gut, die riecht so süßlich. Das mag ich ganz gern. Also es riecht nicht zu stark süß, aber riecht auf jeden Fall angenehm. Werde ich auf jeden Fall austesten. Und das war jetzt eben in Türchen Nummer 10. Türchen Nummer 11. Hier sind einmal wieder zwei Tees drin, und zwar einmal Herzkirsche und Mediterraner Pfirsich. Dann habe ich hier einmal einen Knusperriegel in Vollmilch. Dann ist hier ein Ritter Sport drin, und zwar ist das hier wieder Vollnuss-Nougat-Creme. Dann von Haribo Roulette in Cola. Und dann von Balea den Rasierschaum in White Chocolate. Den hatte ich mir ja... Hatte ich mir den selber gekauft? Ich glaube ja. Das ist eben mit dem Duft von weißer Schokolade. Den habe ich mal mit Hanel in Verwendung und ich finde den richtig, richtig gut. Werde ich dann auf jeden Fall auch verwenden, die zweite Packung. Und das riecht so unglaublich schön nach weißer Schokolade. Also richtig, richtig schön vom Duft her. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ist für empfindliche Haut und ich finde den wirklich gut. Ich bin da eher nicht so der Schaumfan, aber den finde ich wirklich gut. Und das war Türchen Nummer 11. So, Türchen Nummer 12 und somit das letzte für dieses Video. Hier habe ich einmal wieder von Prinzenrolle Milchschatz Minis. Die habe ich noch gar nicht probiert. Auch die letzte Packung, die ich drin hatte, nicht. Muss ich auf jeden Fall noch machen. Und dann habe ich hier einen Tee, und zwar Herzkirsche. Habe ich auch noch nicht probiert. Muss ich auf jeden Fall die Tage bald mal tun. Und dann ein Duschgel, beziehungsweise eine Duschcreme oder eine Cremedusche von Palmolive Naturals. Und zwar Sensitive. Die hatte ich, glaube ich, jetzt schon ewig nicht mehr. Aber hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an mit Feuchtigkeitsmilch. Und ich meine, ich mochte die ganz gerne. Ich rieche da mal dran, aber ich meine, ich mochte die ganz gerne. Ja, das war einfach dieser Standard-Cremeduft. Richtig, richtig schön. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Passt jetzt noch gut, würde ich sagen, so in die Jahreszeit, weil ich da auch gern so, ja, Cremedüfte zwischendrin mal verwende. Passt aber auch super in den Frühling und in den Sommer. Also da kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Freue ich mich sehr. Und das war eben jetzt Türchen Nummer 12 und somit das letzte Türchen für das Video. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video wieder gefallen hat. Türchen 7 bis 12 und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Produkten haltet. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Produkten, muss ich sagen. Das Einzige, was ich jetzt wahrscheinlich von den Produkten jetzt in diesem Video nicht so gebrauchen kann, sind die Peel-Off-Masken. Da muss ich vielleicht mal eine testen und wenn die mir gefallen sollte, werde ich die anderen behalten. Sonst gebe ich sie weiter, weil ich bin nicht so der Peel-Off-Masken-Mensch. Gerade wenn man ja so Sachets hat, wo man es dann fürs ganze Gesicht verwenden muss, mag ich nicht so gern.
Aber auf jeden Fall hat mir der Rest super, super gut gefallen. Und ich hoffe natürlich auch, dass dir, liebe Doreen, meine Produkte gefallen haben. Sobald das Video von der Doreen von den letzten paar Türchen online ist, verlinke ich euch das. Das kommt wahrscheinlich ja erst am Freitag online oder sogar vielleicht erst am Samstag. Das weiß ich nicht. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video, wie gesagt, gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.